Ja, servus und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe mir gedacht, ich nehme euch heute mal mit beim planetarischen Nebelfotografieren. Habe ich nämlich für heute Nacht geplant, und zwar werden wir Messier 57 fotografieren. Der planetarische Nebel ist ja relativ klein und deshalb auch prädestiniert für die Lucky Imaging Technik. Und ich habe mir da jetzt mal zwei verschiedene Image Trains vorbereitet, die ich euch jetzt dann gleich zeigen werde. Nachgeführt wird das Ganze mit der Echo 6R Montierung. Teleskop wird für beide Image Trains der 10 Zoll Lacerta Newton zum Einsatz kommen mit 1000 mm Brennweite, also ein F4 Newton. Ja, und der erste Image Train, den ich euch jetzt hier zeige, mit dem wir auch heute Nacht beginnen werden, ist die QY268 Monokamera, also eine Monokamera mit 3,76 Mikrometer großen Pixeln. Dann hier ein Filterrad, das ist bestückt mit den Antlerfiltern, zum einen das LRGB-Filterset und dann auch noch die Schmalbandfilter. Ja, hier ist dann noch ein Off-Axis-Guider drin, den werden wir aber dann nicht verwenden, weil beim Lucky Imaging werden wir nicht guiden. Den habe ich halt nur drin lassen, weil ich ihn nicht ausbauen wollte. Und dann habe ich hier aber eine 1,5-fach Barlow drinnen mit Komma-Korrektor. Also da gibt es von APM eine spezielle 1,5-fach Barlow, quasi damit habe ich dann 1500 mm Brennweite. Und da wird eben auch das Bildfeld von Komma korrigiert. Und damit komme ich dann auf, ich glaube, 0,52 oder 0,48 Bogensekunden pro Pixel bei der Auflösung. Ich blende dann noch die richtige Zahl ein. Ich habe hier auch mal so ungefähr den Abstand hier von 90 mm hier eingestellt, also quasi von hier bis zum Sensor. Ja, das zweite Image-Train, den ich dann vorbereitet habe, ist hier ein bisschen handlicher. Hier wird eine Planetenkamera zum Einsatz kommen, beziehungsweise Guiding-Kamera, und zwar die QY53678 Mono, also ist auch wieder eine Monokamera. Und hier habe ich eben dann auch ein entsprechendes Filterrad dazu. Das ist bestückt mit einem 1/4 Zoll Filter, auch wieder von Antlia, das LRGB Filterset und dann wieder die Schmalbandfilter. Beziehungsweise habe ich auch noch einen IR742 Filter drin anstatt vom S2 Filter. Der Image Train habe ich eigentlich schon vorbereitet für die kommende Planetensaison. Aber wir werden jetzt heute auch mal Deep Sky damit versuchen. Für die Planeten wird eben dann hier noch eine Barlow drankommen. Hier in dem Fall habe ich den GPU-Komma-Korrektor dran, also meinen Komma-Korrektor, den ich eigentlich hier immer verwende. Hier die 55 mm Arbeitsabstand, und dieser Komma-Korrektor verlängert nämlich nicht die Brennweite. Das heißt, hier haben wir dann die 1000 mm Brennweite, und das liegt daran, weil eben die Kamera wesentlich kleinere Pixelgröße hat, von nur 2,0 Mikrometer. Und damit komme ich dann eh schon mit den 1000 mm auf 0,42 Bogensekunden pro Pixel. Das heißt, die Auflösung ist hier bei dem Setup schon höher als dann hier mit diesem Image Train. Ja, wie die Ergebnisse dann sein werden, da bin ich jetzt selber schon gespannt. Das kann ich jetzt auch noch nicht sagen, habe ich noch nicht getestet. Das werde ich eben jetzt dann gleich direkt mit euch live testen. Ja, dann warten wir jetzt noch, dass es dunkel wird, dann geht's gleich los. So, ich habe es doch zunächst einmal mit dem 2 Image Train begonnen, also mit der QY53678, mit dem kleineren quasi. Und ich habe jetzt M57 schon mal angefahren. Und zwar habe ich das jetzt hier mit Sequence-Generator Pro gemacht. Ihr seht es jetzt hier schon mal im Zentrum. Und das ist jetzt hier eine 10 Sekunden Aufnahme. Und ja, jetzt trenne ich hier mal die ganze Verbindungsgeschichte und dann schließe ich hier Sequence Generator Pro
So, und öffne dann direkt Sharpcap. So, und verbinde jetzt hier dann in Sharpcap die Kamera. So, die Kamera ist hier verbunden. Dann gehen wir hier zunächst gleich mal auf Mono 16. Volle Auflösung, Binning 1. Ja, ich würde vorschlagen, wir nehmen die Bilder alle in FITS auf und nicht in SCR. Ja, und gehen wir vielleicht hier mal auf 500 Millisekunden, gehen 100 und beim Offset gehe ich mal lieber auf 80, weil ich habe halt gemerkt bei der Kamera, wenn man mit dem mit dem Offset zu weit runter geht, dann hat man ziemlich viele schwarze einzelne Pixeln und das kann eventuell dann zum Problem führen. So, da sehen wir jetzt hier schon das Objekt. Dann kann man hier noch einen Auto-Stretch aktivieren. Dann sieht man gleich mal ein bisschen mehr und schauen mal, dass wir das Ganze jetzt hier noch ins Zentrum bekommen. So, falsche Richtung. So. Das ist jetzt hier quasi fast ein Live-Bild. Ja, ist schon cool, ehrlich gesagt, wenn man das so schön aus der Ferne oder aus dem Warmen hier gemütlich steuern kann. Ja, da unten haben wir jetzt hier noch unsere Filter. Also hier kann ich zum Beispiel mal auf den H-Alpha-Filter hier wechseln. So, jetzt haben wir hier den H-Alpha-Filter drinnen. Können wir hier noch mal stretchen. Und jetzt nur mal Interesse halber. Ich gehe jetzt hier mal auf 2 Sekunden, also 2000 Millisekunden. Zack, das ist schon cool. 100% Ansicht. Okay, so gehen wir wieder auf die Luminanz. Und dann können wir hier auch mal mit der Belichtungszeit ein bisschen runtergehen. Also ihr seht schon, mit 200 Millisekunden wird man wahrscheinlich nicht glücklich werden. Ich gehe hier noch ein bisschen rauf. Also das Auslöserrauschen ist halt da schon noch ziemlich extrem. Ja, nehmen wir vielleicht hier mal 750 Millisekunden. Und jetzt überprüfen wir zunächst einmal noch den Fokus. Hier gehen wir mal in 200er Schritten. Gehen wir mal, jetzt haben wir hier den Punkt 13.086. Das merkt man sicher mal. Gehen wir hier mal raus. Ja, wird auf jeden Fall unschärfer. Gehen wir wieder rein. Ist schärfer. Dann gehen wir hier mal in 50er Schritten rein. Na, wird nicht schärfer. Gehen wir wieder in 50er Schritten raus. Ja, na, lassen wir so. Ich finde, das sah eigentlich hier so schon ganz gut aus. Ja, ist schon geil. So, dann würde ich mal sagen, starten wir hier mal eine Aufnahme. Und nennen wir das Ganze mal M57, nennen wir es LUM, also Luminanzfilter, 750 Millisekunden und Gain 100, Offset 80. So. Und dann würde ich mal vorschlagen, nehmen wir davon vielleicht mal, ja, nehmen wir mal 10 Minuten vielleicht auf. Und start. So, ihr seht jetzt zählt er hier die Frames mit. So, hier mal ein Live-Bild von der Old-Sky-Kamera. Also ihr seht ja, die astronomische Dunkelheit hat jetzt hier noch nicht begonnen. Es ist zwar schon relativ dunkel, aber so richtig dunkel wird es eigentlich erst nach Mitternacht und dann ist es ungefähr für eine Stunde ziemlich dunkel und dann wird es auch schon wieder ein bisschen heller. Ja, im Juni ist leider nicht recht lange dunkel.
So, schauen wir sich vielleicht noch an, warum ich jetzt hier gerade Gen 100 genommen habe bei der Kamera. Und zwar habe ich mit der Kamera hier mal eine Sensoranalyse durchgeführt, in SharpCap. Und bei Gen 100 ist halt das Auslöserauschen relativ tief schon, also 0,77. Und eine Full Well haben wir zwar nur noch von 353, also das ist schon ziemlich wenig. Und die Dynamic Range haben wir noch von 8,8. Aber wenn man halt jetzt, was ich zum Beispiel 1000 Einzelframes stackt, dann sollte das eigentlich nicht so gravierend sein. Also ich hoffe es zumindest. Merkt man sich vielleicht hier auch mal den relativen Gain von 33 und eben die 0,77. Und dann schauen wir sich mal hier das an von der QRY268 Monokamera, also die wir eben dann später verwenden. Und da werden wir wahrscheinlich mit Gain 56 fotografieren. Ja, der relative Gain ist hier eigentlich nur bei 2,5. Dafür haben wir noch viel, viel stärkere Full-Well-Kapazität und das Auslöserauschen ist bei 1,2, also eigentlich schlechter wie jetzt die 6. 7,8er Kamera, aber dafür haben wir halt eine tolle Dynamic Range. Ja, da bin ich auch schon gespannt, wie sich das Ganze dann tatsächlich aufs Endergebnis auswirken wird. So, ich lasse jetzt das hier mal laufen, die 10 Minuten. RGB werde ich wahrscheinlich dann jeweils 5 Minuten belichten und bei H-Alpha, das muss ich mir dann noch ansehen und bei O3, ob ich da überhaupt belichte, weil es ist natürlich schon auch wichtig, dass wir dann noch Sterne im Bild haben, damit eben dann später auch der Astropixel-Prozessor die Bilder auch aufeinander registrieren kann. Und wenn da jetzt keine Sterne mehr im Bild sein sollten, ja, entweder ich belichte dann halt einfach länger, zum Beispiel 5 Sekunden pro Frame. Aber dann ist halt eigentlich kein Lucky Image mehr. Also ich sage mal, Lucky Image Technik kann man vielleicht so bis 1,5 Sekunden machen. Je kürzer natürlich, desto besser. Ja, warum macht man eigentlich Lucky Image? Also das heißt quasi Glücksbilder und das kommt quasi daher, davon der Begriff, weil halt das Siegen quasi so ein bisschen wobbelt immer. Also ich kann hier mal in die 200% an sich gehen, dann sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Und hin und wieder ist aber wieder mal so ein kurzer Moment dabei in der Atmosphäre, wo es relativ ruhig ist. Und dann sollte eigentlich das Bild schärfer werden. Und dann sollte man eigentlich ein bisschen mehr Details sehen. Wir werden dann später eben auch nicht 100% von den ganzen Aufnahmen stacken, sondern vielleicht 60, 70, 80%. Eben nur quasi die mit der besten Qualität, mit dem besten Seeing, wo halt die Sterne am kleinsten sind. Und ja, ich bin selber schon gespannt, wie das Ganze wird. Ich werde dann sicherlich morgen auch noch Bias Frames machen, um eben auch nochmal das Auslöserauschen so ein bisschen rauszuziehen. Und dann hoffe ich halt einfach mal, dass das Ganze halbwegs gut funktioniert. So, ich werde mir jetzt dann noch ein Bierchen gönnen, weil recht viel mehr kann man ja hier eigentlich eh nicht machen. So, damit ist jetzt Luminanz fertig. Dann wechsle ich jetzt hier mal auf den roten Filter. Ja, sieht gleich mal ganz anders aus. So, dann gehen wir hier vielleicht mal auf 1000 Millisekunden. Also eine Sekunde Belichtungszeit. Oder vielleicht sollten wir auch auf 1500 gehen. Er wird schon gleich nochmal kräftiger. Aber ich weiß auch nicht. Theoretisch bei den Farben müsste es jetzt nicht unbedingt so detailreich sein. Also dafür hat man eigentlich Luminanz. Oder was findet ihr? Ab wann ist eigentlich noch, also ab wann hat man irgendwie noch einen Auflösung und Detailgewinn? Ab welcher Belichtungszeit dann nicht mehr? Ja, vielleicht bleiben wir doch bei den 1000 Millisekunden, also eine Sekunde. Und ich möchte jetzt eigentlich mal das Live-Stacking hier ausprobieren, also die Live-Addition, weil so viel ich weiß, kann man nämlich die Bilder auch direkt speichern.
Ah, das deckt jetzt noch nicht. Der will die nicht decken. Ah, okay. Also da kann man hier wirklich dann immer nur die besten Bilder decken lassen. So. Da müssen wir halt mit den FWHM-Werten einfach raufgehen, sodass er in jedem Fall immer die Bilder steckt. So, da kann man ja hier einiges einstellen. Also beim Live-Stacking. Aber werden jetzt hier die Bilder auch alle einzeln gespeichert? Da bin ich mir so nicht so sicher. So, jedenfalls stacken tut er hier schon brav. Man sieht schon, wie auch hier das Objekt quasi an Auflösung gewinnt oder an Tiefe gewinnt. Alles schon auch cooles Live-Stacking. So, jetzt haben wir hier gleich 4 Minuten belichtet. Und ja, das sieht ja schon ganz gut aus jetzt hier für den Rotfilter, finde ich. Da sieht man jetzt hier schon einiges. Ja, ist schon auch irgendwie cool. Also gerade denke ich mir immer, wenn man vielleicht mal Freunden oder so das mal vorführen möchte an so einem Abend, dann sieht man halt gleich auch direkt das Ergebnis quasi, wenn das gleich so live gesteckt wird und man kann quasi dann auch gemütlich bei einem Bierchen oder ein Gläschen Wein oder so beobachten, wie quasi dann auch die Aufnahme immer besser und immer tiefer wird. So, damit sind jetzt hier auch die roten Bilder im Kasten. Dann gehen wir hier mal auf den grünen. Ja, und dann starte ich jetzt hier aber trotzdem wieder normal quasi. Nehmen wir hier grün. Jetzt haben wir hier 1000 Millisekunden. Gehen 100 Offset 80. Das lassen wir so. Und Zeit haben wir hier 5 Minuten wieder. So, ja, ich weiß jetzt auch nicht. In Dissern ist eigentlich auch so eine Sache. Das sollte man eigentlich auch machen. Und nachdem ich jetzt hier nicht guide und auch nicht dissere, mache ich das jetzt hier mal. Ich drücke jetzt hier nochmal Pause. Und dann fahre ich zum Beispiel hier mal ein bisschen hoch. So, und dann wieder fortsetzen. Ja, ich glaube, das werde ich jetzt generell so alle, weiß ich nicht, vielleicht 50 Frames oder so machen. Schaden wird es vermutlich nicht, wenn ich das mache. So, die grünen sind fertig, also noch die blauen hier. Blauer Filter, Startaufnahme. Schauen wir hier blau rein. Ah, 1000, da haben wir noch 100 Millisekunden. Okay, Start. So, machen wir hier noch ein Nuller dazu. Passt. So, dann werde ich jetzt hier einfach mal ein bisschen dissern per Hand. Also hier wieder auf Pause. Ich kann eigentlich auch hier zum Beispiel mal drücken. So, fortsetzen. Ja, also das ganze Equipment hier, so wie ich das jetzt hier aufgebaut habe, mit dem Motorfokus, mit dem Filterrad, das macht schon Spaß. Also da freue ich mich schon auf die kommende Planetensaison. Da kann man halt dann auch wirklich schnell die Filter durchwechseln, rot, grün, blau und zack, Jupiter ist fertig in Farbe. So, ich habe jetzt hier mal auf den H-Alpha-Filter gewechselt und ja, da findet er oder da sieht man eigentlich kaum noch Sterne jetzt hier bei 1 Sekunde Belichtungszeit. Und ich glaube halt, da werden dann später die Stacking-Programme ein bisschen Schwierigkeiten bekommen, die zu registrieren. Deswegen gehe ich jetzt hier mal, ups, nicht auf 5000 Sekunden, mal auf 5 Sekunden. Okay, ja, mit 5 Sekunden kommen schon wieder einige Sterne, ist aber glaube ich immer nur ein bisschen knapp. Gehen wir mal auf 10 Sekunden. So übrigens im linearen Zustand und so dann gestretched. Wobei der Stretch ein bisschen viel ist, finde ich. So, jetzt habe ich auf die QY268 umgebaut, also auf den größeren Image Train. Und ich bin jetzt hier wieder in Siegerstein-Strata Pro reingegangen, um hier mal wieder M57 anzufahren. So, jetzt macht er hier noch den Fokus. So,
So, dann startet er jetzt hier noch das Plätzolving. Da war ich gar nicht so weit daneben. Ah, da ist er eh schon. So, jetzt macht hier noch die 10 Sekunden Belichtung fertig. Okay. So sieht das Ganze dann jetzt hier aus. So, dann sehen wir jetzt hier in Sharpcap und ich habe jetzt hier auch schon ein Live-Bild. Ja, den Auslesemodus musste ich jetzt hier in den High-Gain-Mode stellen und nicht in den High-Gain 2 CMS, weil jedes Mal, wenn ich hier in Sharpcap diesen Modus einstelle, dann stürzt mir irgendwie Sharpcap ab. Also da dürfte es noch irgendwie ein Problem geben. Ansonsten hier Mono 16, Binning ML1, FITS-Datei speichern. Ich habe hier dann auch mal, ich stelle hier dann auch mal 750 Millisekunden Belichtungszeit ein. In dem Fall hier Gain 56, Offset 20. Und ansonsten, ja, minus 15 Grad hat jetzt hier schon drinnen von Sharpcap. Hier mal der Luminanzfilter. Und dann würde ich mal sagen, starten wir jetzt hier mal ein paar Aufnahmen. Nehmen wir hier vielleicht auch mal 10 Minuten Belichtungszeit. Und dann, ja, Start. Ja, eins vielleicht noch. Ja, warum nehme ich hier eigentlich Sharpcap und nicht Sequence Generator Pro? Der Grund ist halt einfach der, in Sequence Generator Pro würde quasi jedes Frame belichtet werden und dann erst heruntergeladen werden von der Kamera und gespeichert. Und der Download, der dauert eigentlich sogar wesentlich länger als eine Sekunde, wie jetzt zum Beispiel hier bei der Lucky Imaging. Und in Sharpcap ist es ja so, wie hier habe ich halt jetzt eine Sekunde Belichtungszeit eingestellt. Und dann habe ich halt auch dieses eine Bild pro Sekunde. Das heißt, da wird halt permanent belichtet und auch permanent gespeichert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 60 Sekunden belichte, dann habe ich auch 60 einzelne FIT-Files in Sharpcap. Und in Sequence Generator Pro hätte ich wahrscheinlich nur 10 oder 15 FIT-Files, das heißt, ich hätte dann eigentlich nur 15 Sekunden Belichtungszeit und würde 45 Sekunden pro Minute verlieren. Und das ist eigentlich schon ein Riesenvorteil von Sharpcap. Verstehe ich auch nicht, warum das irgendwie nicht in Sequence Generator Pro funktioniert. Aber ja, es ist halt leider so. So, ich werde jetzt auch hier die ganzen Filter hier noch durchklicken und jeweils zumindest mal 5 oder 10 Minuten belichten. Und dann werde ich die Bilder mal stacken und mal schauen, welche Variante eigentlich dann die bessere ist. Und mit dieser Variante werde ich dann in Zukunft meine Lucky Image Deep Sky Aufnahmen machen. Ja, dann kommen wir zu den Ergebnissen von dieser Nacht. Ich habe mir jetzt hier mal in Pixinside im Blink ein paar Bilder hier reingeladen, also ein paar Einzelframes von dem Image Train mit der QY268 Monokamera, also von diesem größeren Image Train, und blink mir hier mal die Bilder hier durch. Ja, und was hier zunächst einmal direkt auffällt, das ist einfach dieses extreme Auslöserrauschen quasi durch diese kurz belichteten Aufnahmen. Da sind wir natürlich in keinster Weise irgendwie hintergrundlimitiert und deshalb sieht man hier auch dieses Auslöserrauschen ziemlich deutlich. Das ist im Prinzip auch hier ziemlich ähnlich zum anderen Image Train gewesen, also mit der QY53678 Monokamera, mit dieser kleineren Planetenkamera. Da ist nicht viel Unterschied. Ich kann hier gerne mal ein paar Bilder von der auch reinladen. Also das war jetzt hier übrigens vom Grünfilter. Und dann laden wir vielleicht hier auch mal vom Grünfilter von dem kleineren Setup hier ein paar Bilder herein. So, hier auch wieder Play. Ja, und hier sieht es eigentlich ganz ähnlich aus. Gedissert habe ich grundsätzlich keine Aufnahmen.
Außer ihr habt es ja vorhin gesehen, bei irgendeinem Filter bin ich mir immer ganz sicher. Ich glaube, es war der Grünfilter, wo ich mal kurz auf Pause gedrückt habe, damit absichtlich quasi das Teleskop ein bisschen geschwenkt und dann wieder weiter gefilmt. Und so habe ich quasi per Hand da 3-4 Mal gedessert. So, und jetzt schauen wir sich hier mal die Ergebnisse an. Fangen wir vielleicht mal hier an mit dem Image Train von der QY678 Monokamera, also mit diesem kleineren Kamera-Setup. Ja, und was hier natürlich sehr, sehr deutlich direkt ins Gewicht fällt, sind so komische Muster hier. Also hier beim Hintergrund ganz extrem, da habe ich mich erst einmal erschrocken und ich bin mir eigentlich da ziemlich sicher, dass das vom Auslöserauschen ist und weil eben diese Aufnahme nicht gedistert worden ist. Also das ist natürlich ziemlich schade hier an dieser Stelle. Ist natürlich hier auch ein bisschen stark gestreckt. Wir können das hier mal ein bisschen zurücknehmen. Dann sieht man eben auch hier im 57 wesentlich deutlicher. Und also wenn man es mit der STF hier streckt, dann sieht es eben so aus. Da links unten sieht man auch schon die Galaxie ganz klein. Und deshalb, also sollte ich das demnächst noch einmal machen mit Lucky Imaging Technik, dann werde ich da unbedingt mal schauen, wie man das Ganze dissert. Ich habe jetzt im Nachhinein schon mal nachgesehen und zwar in Sharpcap gibt es in den Einstellungen eine Möglichkeit, wie man quasi auch ohne Guiding-Kamera dissern kann. Da kann man dann zum Beispiel einstellen, alle 10 oder alle 50 Frames soll eben dissen. Ob und wie das Ganze dann funktioniert, das kann ich jetzt aber noch nicht sagen, weil ich es eben noch nicht selber getestet habe. Hier dann der Rotfilter. Ja, hier der Grünfilter. Dieses Auslese-Rauschen haben wir eigentlich überall drinnen. Nennt sich, glaube ich, auch Walking Pattern Noise, ist dann irgendwie der Fachausdruck. Hier beim Blaufilter ist es ein bisschen weniger. Vielleicht ist das hier auch der Grund, weil ich eben genau hier zwei, dreimal per Hand gedissert habe. So, dann schauen wir sich hier noch vom großen Image Train das Ganze an. Hier bin ich auch zunächst einmal erschrocken. Wenn ich nämlich hier reinzoome, das sieht irgendwie ganz komisch aus, wie wenn es irgendwie nur zwei, drei Graustufen wären. Das liegt aber irgendwie hier an der Darstellung von PixInsight. Da muss man hier auf dieses 24 klicken, also eine höhere Bit-Einstellung und dann sieht das Ganze schon wieder ein bisschen normaler aus. Aber wir haben auch hier deutliches Pattern Noise drinnen, also dieses Auslese-Rauschen in Streifenform. Ist also auch bei der Kamera hier exakt das gleiche. Hier vom roten Filter, ja, wenn man es noch stärker streckt, sieht man es hier beim YouTube-Video wahrscheinlich noch besser. So, dann hier der Grünfilter, da muss man überall dieses 24 da oben aktivieren. Also ist überall das gleiche. Dann hier noch der blaue Filter. Auch hier dieses Auslese-Rauschen. So, dann habe ich hier das Ganze mal kombiniert, also LRGB oder was nur RGB? Ah, nur RGB war das Ganze hier. Und ja, wenn ich es hier wieder strecke mit der STF, sieht das Ganze so aus. Das ist natürlich ein bisschen zu stark gestreckt, deshalb kann man das natürlich hier ein bisschen zurücknehmen. Ja, dann sieht so aus, ist natürlich immer noch nicht optimal. Also hier beim Hintergrund hat man immer noch massive Artefakte drinnen. Hier keine Ahnung, was das hier ist. Aber ja, es sieht doch schon halbwegs brauchbar aus. Und mit diesem Ergebnis bin ich eben dann in Photoshop reingegangen. Das schauen wir sich gleich noch an. So, hier dann der Rosamund-Stack oder das kombinierte RGB vom kleineren Image Train. Habe ich hier auch den Stretch schon ein bisschen zurückgenommen. Mit der STF wird es nämlich dann so aussehen. Also auch hier ein bisschen ein unruhiger Hintergrund, aber dennoch finde ich es hier ehrlich gesagt ein bisschen besser wie hier mit der QY268. Also es ist schon hier besser. Es wird aber vermutlich jetzt auch daran liegen, weil ich eben hier auch mit dem Gain ein bisschen weiter hochgegangen bin und dadurch ist auch das Auslöserauschen geringer.
Also wenn man sich jetzt hier mal die Sensoranalyse im High-Gain-Mode von der QY268M-Kamera ansehen, dann sieht man schon, hat man hier ein Readout-Noise, also Ausleserauschen von 1,65. Und im Vergleich dazu jetzt die QY53678M-Kamera. Wir hatten ja hier, ich glaube Gain 100 war es, was wir eingestellt hatten, haben wir hier ein Ausleserauschen von 0,77. Das ist natürlich deutlich geringer. Und deshalb vermute ich auch, dass einfach hier der Hintergrund nicht mehr ganz so unruhig ist. Ja, dann gehen wir hier mal in Photoshop rüber. Und was ich jetzt hier aber noch erwähnen möchte, und zwar die Belichtungszeit. Die ist nämlich noch nicht wirklich viel. Also bei RGB waren es ja 300 Frames, was ich gemacht habe. Und die besten 80% davon habe ich gestackt. Das heißt, es sind dann 40 Frames. Das heißt 240 Sekunden, weil jeder Frame eben eine Sekunde. Das sind 4 Minuten Belichtungszeit pro Farbfilter. Mal 3 sind dann quasi 12 Minuten Belichtungszeit. Ja, und beim Luminanzfilter, da habe ich 800 Frames belichtet und davon dann auch wieder 80% gestackt, was eben dann 640 sind. Aber in dem Fall nicht eine Sekunde belichtet, sondern nur 0,75 Sekunden, was eben dann 480 Sekunden waren durch 60, also 8 Minuten Belichtungszeit. Und das nochmal plus die 12. Das heißt, dieses Bild hier wurde insgesamt 20 Minuten belichtet. Und das ist natürlich ziemlich knapp, das darf man eben jetzt hier nicht vergessen, wenn man jetzt das irgendwie vergleicht mit anderen Bildern. Da könnte man natürlich mit wesentlich längeren Belichtungszeit dann noch viel mehr Details herausholen. Aber mir ist es jetzt hier in erster Linie mal darum gegangen, erste Erfahrungen zu sammeln. Und da will ich jetzt nicht mit zwei verschiedenen Kameras jeweils zum Beispiel 2 Stunden Belichtungszeit sammeln, was eben dann gleich mal über 7000 Frames sind. Das wird einfach dann eine riesige Datenmenge und wenn ich die mache, dann will ich schon wissen quasi, auf was ich achten muss, und ich habe da jetzt auch wirklich viel gelernt dabei. Also ich weiß jetzt, okay, die 678er Kamera ist da in jedem Fall ein Vorteil, einfach nochmal mit den kleineren Pixeln und vor allen Dingen mit dem geringeren Ausleserauschen. Was aber noch wichtig ist, dass man das hat, aber da wird es wahrscheinlich reichen, wenn man vielleicht alle 20 oder auch 40 Frames vielleicht das hat, wenn man dann zum Beispiel 5000 Bilder macht. So, jedenfalls, das ist jetzt hier das Ergebnis von der QY53678 Monokamera und ich gehe jetzt hier mal in die 400% Ansicht und ja, so sieht halt hier das aus, ist jetzt bestimmt nicht das Beste Ergebnis, und hier blende ich dann mal das Ergebnis drüber von der QY268 Monokamera. Ja, und durch dieses extreme Hintergrund, quasi, also durch dieses Ausleserauschen, durch dieses Pattern Noise, das habe ich auch hier nicht ganz rausgebracht. Also das seht ihr hier noch so komische, ja, ich nenne es jetzt mal Artefakte, sieht jedenfalls nicht recht optimal aus. Aber auch hier M57 selber, finde ich, ist hier ein bisschen besser, also mit der kleineren Kamera, als hier mit der größeren Kamera. Ja, also in dem Fall gefällt mir in jedem Fall das Ergebnis von der kleineren Kamera besser. So, was ich euch jetzt hier zum Schluss noch zeigen möchte, ist, wie ich eben dieses Pattern Noise zumindest so halbwegs noch entfernen konnte, dass das Bild zumindest noch halbwegs gerettet wurde. Also so quasi kam es aus dem Pixinside raus. Da seht ihr hier im Hintergrund das starke Pattern Noise. Also das kam von diesem Ausleserauschen, weil ich eben nicht gedistert habe. Ja, und wie rettet man jetzt so eine Aufnahme? Also ich habe dann zunächst einmal mit dem Star X Terminator die Sterne vom Hintergrund getrennt. Das heißt, das war eben dann hier der Hintergrund. Ja, und die Sternenebene sieht dann in dem Fall hier so aus. Ja, und dann habe ich halt versucht, dass ich mal nur die Sterne markiere. Und das geht am einfachsten, wenn ihr hier mal auf Auswahl geht, dann auf Farbbereich. So, und dann geht ihr da oben auf aufgenommene Farbe, das passt so. Und dann klickt ihr hier auf die einzelnen Sterne, zum Beispiel hier mal ins Zentrum von diesem helleren Stern. Und dann ist es noch wichtig, dass ihr hier die Pipette auf das Plus hier umändert und dann klickt ihr hier auch mal auf einen Stern, der nicht ganz so hell ist.
und vielleicht noch auf den hier und auf den hier. Also auf alle möglichen Sternhelligkeiten, dass eben quasi alle Sterne hier ausgewählt werden. Und dann könnt ihr eben hier noch die Toleranz eingeben. Da unten sieht man schon so ein bisschen eine Vorschau, wie viele Sterne hier ausgewählt werden. Da natürlich nicht so weit drauf, dass dann im Endeffekt das komplette Bild ausgewählt wird, sondern ich hatte hier, glaube ich, ja 23. So, dann klicke ich hier auf OK. So, und jetzt sollten alle Sterne so einigermaßen ausgewählt werden. Wenn das nicht der Fall ist, dann eben nochmal zurück und dann vielleicht auch noch hier so einen dunkleren anklicken. Ja, jedenfalls dann hier noch die Auswahl ein bisschen erweitern. Das heißt, hier auf Erweitern gehen, sagen wir hier zum Beispiel mal um 5 Pixeln. Und dann würde ich hier auch nochmal auf weiche Kante gehen, auch hier zum Beispiel 5 oder nehmen wir hier vielleicht mal 3 Pixeln Radius. Ja, und dann mit Ctrl und C das Ganze hier mal auswählen. Dann gehen wir hier wieder rüber auf unser Bild, Ctrl und V. Dann fügen wir eben hier unsere Sterne ein und nehmen das Ganze hier in negativ multiplizieren. So, und dann haben wir jetzt eben hier unsere Sterne ohne diesen hässlichen Hintergrund, die eben da oben noch ist auf dieser Ebene. Ja, also so habe ich es eben dann gemacht. Ist bestimmt nicht perfekt, also besser wäre es natürlich, wenn man das hat, aber wenn halt das Ganze schon verhunzt ist, dann kann man es halt so vielleicht noch so einigermaßen retten. Ja, das soll es jetzt hier auch an dieser Stelle gewesen sein. Postet es doch bitte gerne mal unten in die Kommentare rein, wenn ihr auch schon öfter Lucky Imaging gemacht habt und wie eure Erfahrungen dazu sind. Ja, wie habt ihr eigentlich die besten Ergebnisse erreicht? Welche Belichtungszeit habt ihr genommen? Welche Kamera, welchen Gain? Wie war da das Ausleserauschen? Wie habt ihr gedissert? Wäre vielleicht auch noch ganz spannend. Ja, postet es gerne mal unten rein. Ja, und dann freue ich mich natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, Clear Skies, ciao, ciao.